Hallo liebe Welt da draußen. Heute widme ich mich dem Verein FC Ingolstadt 04 mit einem feurigen Rot im Zeichen, wie man hier auf meinen Lippen erkennen kann. Ein cooles Augen-Make-up, coole Wimpern, eine freche Bob-Perücke dazu, natürlich in Schwarz, weil dann das Rot cool zur Geltung kommt. Hier mit den fäschigen Ohrringen, eine coole Jacke dazu. Schal nicht zu vergessen, mit einem geilen Ingolstadt-Logo, FC Ingolstadt 04. Dazu vielleicht noch eine coole Käppi, wenn ihr wollt, vielleicht auch für den Mann, ganz egal. Könnt ihr alles passend dazu variieren und natürlich diese schönen schwarzen Glitzernägel. Ja, wie ihr das praktisch jetzt nachmachen könnt, das seht ihr jetzt. Ja, wir können jetzt direkt eigentlich auch schon beginnen. Ich habe mir die Haare mal so ein bisschen hochgesteckt, weil die nicht so nerven sollen natürlich beim Schminken. Und habe schon mal Vorarbeit geleistet, wenn dann gleich die Perücke auf den Kopf kommt, dass die Haare halt schon hochgesteckt sind. Jetzt würde ich den weißen Lidschatten auftragen, den ich schon aufgetragen habe. Einmal aufs Lid, unter den Augenbrauen und so ein bisschen verteilen bis zur Lidmitte vorne, der Falte entlang, zum Tränensack und auch so ein bisschen nach außen. Wenn ihr das dann gemacht habt, können wir direkt mit dem dunklen Lidschatten weitermachen. Dort nehmt ihr euch am besten jetzt einfach bitte den Faschingsschminkstift nicht mit den dunklen ganz nach vorne in die Mitte reingehen, sondern nur so bis hier, wo ich das jetzt mache. Wie das jetzt hier drüber aussieht, ist erstmal nicht so wichtig. Hauptsache, euer ganzes Lid ist richtig schön dunkel. So dunkel, dass man einen Eyeliner auch gar nicht mehr erkennen würde. Ja, jetzt macht ihr mit der anderen Seite natürlich das Gleiche. Schön dunkel machen. Nur auf dem Lid. Jetzt nehmt ihr euch den dunklen Lidschatten und tragt den aber mit so einem Lidschattenpinsel auf. Und mit dem geht ihr so ein bisschen über die Lidfalte dann hinaus. Nicht zu viel, erstmal nur ein bisschen. Ist nicht schlimm, wenn das noch nicht so ganz synchron ist. Jetzt nehmt ihr euch diesen, so einen weichen vorne, geht wieder in Schwarz und geht dann direkt in eure Lidfalte damit, weil der ist jetzt ziemlich breit, der fächert das dann praktisch so aus und dadurch wird es nach außen hin das Schwarz so weicher, so praktisch immer heller. Mit der anderen Seite genauso. Ihr seht jetzt, dass es nach außen hin heller wird. Jetzt nehmt ihr euch wieder den hellen, da aber dann bitte auch einen anderen Pinsel nehmen, wieder, also einen neuen, aber mit so einer festen vorne Konsistenz. Das gleiche unter den Augenbrauen nochmal. Den Kajal nehmen und das Auge lang führen. An den unteren Wimpernkranz. In der Mitte. Und dann ist euer Augen-Make-up wirklich fertig. Jetzt aber. Voila! Das nicht cool? Nehmt ihr euch die? Besten auf eine Pinzette. Kommt hier Wimpernkleber drauf auf den Rand. Ganz kleinen Moment warten, dass so ein bisschen angetrocknet ist. Und dann draufkleben. Ihr seht, ich fixiere das auch so ein bisschen mit den Händen. Und schon ist eine Seite dran. Und die andere Seite macht ihr dann bitte auch genauso. Und schon habt ihr beide Wimpern drauf.
und habt einen voluminösen Augenaufschlag, würde ich mal sagen. Ja, dann nehmt euch die Wimperntusche und tuscht damit die unteren Wimpern. Jetzt zum Schluss das Highlight. Mein Prinzessinnen-Geheimdöschen mit allen Glitzerfarben. Es ist einfach ein pudriger Lidschatten, der ziemlich glitzerig ist. Kriegt man eigentlich auch überall. Ja, und davon werde ich jetzt natürlich auch noch was drauf machen. Und zwar so ein bisschen in diesen weißen, mit diesen weißen meine ich. Ein bisschen in die Mitte wieder und über den Augenbrauen. Und das fällt dann leicht auf den dunklen Lidschatten mit drauf. So was auch so ein bisschen außen mit einarbeiten. Andere Seite genauso. In die Mitte, unter den Augenbrauen und so ein bisschen nach außen mit einpudern. Nun kommen wir zu den Lippen. Die würde ich einfach erstmal rot bemalen. Erstmal nur so ein bisschen in der Mitte, mehr noch gar nicht. Dann nehmt ihr euch den schwarzen Kajal und ihr seht, das ist auch ein ganz cooler Effekt. Das Schwarze verläuft so ins Rote mit rein. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Gloss. Und zu guter Letzt einfach noch ein bisschen Rouge. Jetzt geht es natürlich direkt weiter. Worauf wollen wir warten? Macht euch einfach noch mal coole Ohrringe rein. So, dann nehmt ihr euch eine coole Perücke, eine schwarze, auch passend zu diesem feurigen FC Ingolstadt 04 Verein. Kommt aber natürlich noch was zu. Eine coole Jacke. Dann ein cooler Schal. Und wenn ihr richtig gut drauf seid, setzt ihr euch einfach noch zur Perücke eine Käppi auf. Auch cool. Muss aber nicht mit Käppi. Da könnt ihr dann variieren. Entweder mit Käppi praktisch. Viele haben ja auch vielleicht schon so einen Haarschnitt, wir müssen sich gar keine Perücke kaufen. Sieht auch cool aus, wenn man das mit Käppi so trägt und die Haare dann da so frech rausfallen. Nicht zu vergessen, die Nägel habe ich in einem Schwarz-Glitzerton lackiert. Ebenfalls passend zum Verein. So, das war's jetzt. FC Ingolstadt 04 und ihr seid fertig gekleidet. Jetzt würde ich sagen, gar nicht mehr viel nachdenken. Einfach ab zum Spiel, euren Verein richtig, richtig anfeuern und dann drücke ich natürlich mit die Daumen und hoffe, dass ihr gewinnt. Ich liebe euch. Wenn euch das gefallen hat, dann vergesst bitte nicht das Teilen und Liken. Eure Bunny.